Freiheit ist für mich, wenn ich alleine sein kann. Wenn ich an den See komme, fahre über den See und da fahren nur Boote und ich sehe keinen Angler. Man guckt übers Ufer und ja, man sieht halt nur Wasser. Faszination, große Seen sind was Besonderes. Ich sag mal, ich bin so groß geworden. Mein Opa war damals, hatte einen Dauercampingplatz an einem riesengroßen Natursee. Und in meiner Ferienzeit war ich immer da. Aber so fing es eigentlich an. Ich habe gelernt, angeln gelernt an großen Seen und so blieb es halt. Also die Faszination, große Seen sind was Besonderes. Ja, aktuell sind wir an einem auch sehr, sehr großen Natursee, der weit über 1000 Hektar hat, der sehr, sehr viel Struktur hat. Das ist eins der schwersten Gewässer, was ich so in meiner Region bis jetzt befischt habe, muss ich sagen. Viel, viel Lehrgeld schon bezahlen müssen, weil es hier einfach so viele Möglichkeiten gibt. Es gibt tausende Plateaus, etliche Flachwasserzonen, Kanten, die Fische können überall sein. Der Bestand, wenn man denen immer Glauben schenken darf, wenn man mal Leute trifft oder mit dem Fischer spricht, der Bestand ist nicht so stark und es ist im großen Gewässer dann natürlich auch schwierig, auf Fische zu kommen. Man moved ständig, sagen wir mal, wenn man 2, 3 Nächte hat, bin ich fast jeden Tag woanders, um einfach den Fischen vielleicht zu folgen oder zu finden. Und ja, es ist halt nicht so einfach aktuell. Jetzt befinden, habe ich schon geangelt, habe ich auch schon öfter geangelt und schon sehr viel, viel Lehrgeld bezahlt. Also ich habe wenig Fische gefangen, aber gute Fische gefangen. Waren tolle Fische, waren auch, wie soll man sagen, ja, ich glaube, ich war mal am Stück 15 Nächte blank oder sogar länger, bis ich dann mal wieder einen Fisch gefangen habe. Glücklich, richtig lange Durststrecke hinter mir und jetzt endlich. Dann lief es mal wieder, dann wieder 10 Nächte blank und so war das immer so ein Auf und Ab. Und das lässt mich einfach nicht los. Wenn ich immer sage, ich fahre an den See, sagt meine Frau immer zu mir, bist du blöd, warum fährst du da hin? Du kommst wieder nach Hause und sagst, ah, du flust dir einen ab. Aber genau das ist es, was ich halt meine, dass es mich halt antreibt. Ich will einfach nicht akzeptieren, dass es so schwierig ist, obwohl es schwierig ist. Aber ich muss es immer wieder mal probieren, mache auch zwischendurch mal wieder was anderes. Aber ich muss halt dranbleiben und immer für mich immer wieder neue Sachen ausprobieren, neue Bereiche zu beangeln. Es ist hier nicht so leicht, weil der See extrem bebaut ist. Man hat wenig Stellen ranzukommen und es macht sich einfacher. Also deshalb angelt man hier ein bisschen eingeschränkt, aber auch oft für sich alleine und ja, schwierig ist halt immer reizvoll. Boah, meine absolute Lieblingsjahreszeit ist das Frühjahr. Ich sag mal so April, wenn es so April losgeht, die ersten warmen Sonntage kommen und dann der Mai, Juni noch so. Die ganzen Vögel, Insekten, egal was alles so kommt, das ist eine spannende Jahreszeit. Es ist wieder länger hell und das macht Spaß. Das ist eine richtig, richtig tolle Zeit auf jeden Fall. Ja, wie bin ich damals zu Korda gekommen? Boah, das war echt überraschend. Damals war ja Christopher Paschmanns noch bei Korda. Und der hatte mich mal angerufen, ob ich Lust hätte, so ein bisschen Korda zu supporten, weil ihm hat gefallen, was ich gemacht habe, weil ich war ja viel mit Kai unterwegs. Und was wir so zusammen gemacht haben, hat ihm halt gefallen. Und ja, ich habe mich natürlich gefreut. Ich sag mal, Korda kennt, glaube ich, jeder Karpfenangler, weiß, wer was Korda macht oder wer Korda ist. Und wenn man für so eine Firma halt was machen darf, fand ich schon cool. Habe ich auf jeden Fall angenommen und ich bin dann, glaube ich, ein Jahr später richtig ins Team gerückt. Das war, glaube ich, 2018, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, und seitdem hat man schon so ein paar coole Projekte gemacht. Die Masterclass an großen Naturseen war so ein Highlight bei Korda, muss ich sagen. Und man angelt halt oder man lernt coole Leute kennen, die eine gute Einstellung, eine gesunde Einstellung zum Angeln haben, die jeder für sich anders angeln. Und wo man halt auch ein bisschen was mitnehmen kann für sich selber, ne? Und in Gesprächen halt auch sich weiterentwickeln kann. Okay. Runter. Ja, ins Tiefere. Wir fahren jetzt runter Richtung tieferes Wasser. Mal gucken, ob wir da was finden. Die Location ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ich glaube, es haben schon viele gute Angler gesagt, dass Location das Wichtigste ist, und das kann ich bestätigen. Wenn man die Fische findet, ob es ein kleiner oder ein großer See ist, gerade an einem großen See, man findet sie, man wird sie immer fangen. Es ist manchmal so einfach. Ich habe Sessions erlebt, da haben wir die Fische in einem Mini-Areal gefunden von einem riesengroßen Natursee. Die waren gestapelt da, die hatten zum Glück auch noch Lust zu fressen. Und dann geht's Biss auf Biss, dann ist das kurze Zeitfenster vorbei und du fängst mit einmal keinen Fisch mehr. Aber da hat es sich gelohnt, du fährst ewig lang über den See, man findet die Fische, man wird sie immer fangen. Also wenn man die Chance hat, sie zu finden, was nicht immer einfach ist, aber dann fängt man sie schnell. Aber wie gesagt, dann gibt es auch wieder die Momente, wo die sind weg. Du weißt nicht, wo sie sind, dann läuft es halt einfach mal gar nicht. Aber das macht es halt interessant. Es wäre langweilig, wenn es immer laufen würde. Ne? Ich fahre für meine Angelei eigentlich gar nicht so viel, würde ich sagen. Es kommt drauf an, es sind so im Schnitt zwischen 1, 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, wo ich halt hinfahre. Und ja, da gibt es halt so viel zu entdecken. Und deshalb brauche ich nicht weiterfahren. Bis ich hier mit dem, was ich vorhabe, durch bin, liege ich unter der Erde. Da können sie mich einbuddeln, weil ich schaff's gar nicht. Ich schaff's gar nicht abzuangeln, weil so viel Wasser einfach da ist. Und wie gesagt, sicherlich würden mich vielleicht doch mal andere Länder reizen oder andere Umgebungen, aber noch bin ich so in dem Wahn, in meiner Umgebung erfolgreich zu sein, dass mich alles andere überhaupt nicht interessiert. Ich lasse mich da auch nicht von Fischgewichte leiten oder von irgendwelche Umfelder. Ich will einfach hier meinen Erfolg, für mich meinen Erfolg haben, und dann bin ich glücklich. Ja, die Balance in meinem Angeln ist so ein Thema. Also ich bin erstmal verdammt glücklich. Ich habe eine ganz, ganz tolle Frau, die mir viel Freiheiten lässt, die sogar mal mitkommt. Und die ich von vornherein gesagt habe, wenn das Angeln für mich wegbrechen würde, aus welchen Gründen auch immer, wäre ich ein anderer Mensch. Weil Angeln bedeutet mir alles. Es ist ein mega Ausgleich. Und wie gesagt, meine Frau lässt mir da sehr, sehr viel Freiheiten. Ich habe das Glück, dass meine Eltern in der Nähe wohnen, und meine Tochter kann noch mal eine Nacht bei Oma bleiben, dann kann ich mal losziehen. Ich hoffe, dass bald, wenn sie dann in dem Alter ist, sie ist jetzt noch relativ klein, aber sobald sie in dem Alter ist, wo sie definitiv mit kann, werde ich sie mitnehmen. Bin auf keinen mehr angewiesen, pack sie einfach und zieh los. Aber die Balance zu finden, ist manchmal schwierig. Ich versuche eigentlich, einen guten Ausgleich zu finden zwischen Job, der stressig ist, Familienleben und Angeln. Aber noch klappt's. Ich sag mal so, manchmal gibt Tage, wo meine Frau natürlich traurig ist darüber, aber ich muss losziehen. Sie merkt es auch selber, wenn ich da eine ganze Woche zu Top-Bedingungen nicht rauskommen könnte, mal wenigstens eine Nacht, bin ich ein anderer Mensch. Und wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, ich bin wie ein Kleinkind dann. Ich freue mich, ich kann nicht schlafen und ich muss angeln. Und deshalb schätze ich es umso mehr, weil ich habe schon viel, viel gehört, wo es halt anders ist, dass es so leicht für mich ist. Ich bin dadurch auch ein anderer Mensch. Man weiß, man fährt mit einem anderen Gefühl auch ans Wasser, wenn man weiß, man hat zu Hause nicht jetzt unbedingt den Stress, oder sie akzeptiert halt voll oder unterstützt mich halt voll in dem, was ich halt tue. Das ist mir extrem, extrem wichtig. Ja. Partygänger. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Familie und mit Angeln. Reicht mir, bin ich voll ausgelastet, und durch meinen stressigen Job sowieso. Und mehr kriege ich gar nicht unter einen Hut. Deshalb alles so, wie es ist, ist es gut.